Wir haben es gerade gemeldet, die absolute Horrormeldung: während das Ozonloch immer kleiner wird, wird die Ozonschicht immer dünner. Eine Forschungsgruppe vermutet illegale Quellen von FCKW und die New York Times hat sie jetzt aufgespürt. Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Situation. Die Ozonschicht schwindet und wir Menschen sind der UV-Strahlung aus dem Weltall hilflos ausgesetzt. Sie verursacht Hautkrebs. Und wer genauer hinschaut, der sieht auch bei mir hier im Gesicht eine Narbe. Das war ein Basaliom, Hautkrebs. Ich bin ein Opfer dieser Entwicklung gewesen. Und damit sich die Ozonschicht wieder regeneriert und das nicht weiter passiert, wurde schon vor geraumer Zeit gegen die Verursacher vorgegangen. Fluorkohlenwasserstoff, FCKW, er zerstört die Ozonschicht. Glücklicherweise ist der Verbrauch und auch die Produktion seit dem Montrealer Abkommen um rund 90% zurückgegangen. Damals hat man beschlossen, dieses Gas zu verbieten. Doch eine schnelle Erholung der Ozonschicht ist dennoch nicht zu erwarten. Das sagt die Weltorganisation für Meteorologie, WMO. Denn die schädlichen Chemikalien, die bauen sich extrem langsam ab. Eine Zahl macht allerdings Hoffnung, denn der Ozongehalt der Atmosphäre habe sich seit 2000 stabilisiert. So Studien bisher. Aber das scheint nicht wirklich der Fall zu sein. Eine Studie aus der Schweiz vom dortigen Physikalisch-Meteorologischen Observatorium in Davos hat nämlich das Gegenteil herausgefunden. Und die Ergebnisse sind absolut besorgniserregend. Denn diese Studie zeigt, dass das Ozonloch zwar immer kleiner wird, doch die Ozonschicht über den Tropen und den mittleren Breiten dünnt weiter aus. Das Fazit der Forschungsgruppe ist alarmierend, denn es zeigt, dass die Ozonschicht noch nie so dünn gewesen ist wie heute. Die schädlichen FCKW sind wohl noch längst nicht Geschichte. Alte Kühlgeräte werden noch längst nicht auf der ganzen Welt ordnungsgemäß recycelt. Ein Forschungsteam aus den USA äußert die Vermutung, dass irgendwo heimlich noch größere Mengen an FCKW produziert werden. Durch die Analyse verschiedener Messmethoden schließen sie darauf, dass die gestiegenen Emissionen in Südostasien lokalisiert werden können. Und jetzt hat die New York Times die Verursacher aufgespürt und was da passiert, das ist wirklich ziemlich schlimm. Demnach setzen illegale Kühlschrankproduzenten in Ostchina das verbotene Trichlorfluormethan ein. Ein Gas, das eben zu den verbotenen Fluorkohlenwasserstoffen gehört. Die Kühlschrankproduzenten sparen mit dem auf dem Schwarzmarkt besorgten Gas bares Geld und verwenden es deshalb weiter. Die New York Times spürte die Kühlschrankproduzenten in der Küstenprovinz Shandong auf, wo in den Fabriken die Isolationsschicht von Kühlschränken mit dem Gas aufgeschäumt wird. Der chinesischen Regierung ist das Problem wohl auch seit längerem bekannt, aber lokale Parteifunktionäre scheinen die Produzenten wohl zu schützen und zudem werden die Fabriken wohl nicht angemeldet und ziehen um, wenn sie entdeckt werden. Seit Januar gibt es neue Handelsregeln für Vorprodukte von Trichlorfluormethan. Ob das die Produktion eindämmen wird und diese dramatische Entwicklung stoppen wird, das ist allerdings mehr als fraglich. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen Themen, ich halte euch natürlich immer auf dem Laufenden, verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video mehr. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt dafür. Hier klicken, aber nicht die. Genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, der Vorbericht Horrormeldung, die Ozonschicht ist so dünn wie noch nie. Bis dann, bleibt dran.